Oh Gott, Lavas. Lavas erwacht. So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Chrono Trigger. Wir kämpfen hier richtig dick, fett mit unseren Kollegen gegen Königin Eifer. Die gute Frau ist ziemlich stark und die gilt es jetzt zu bezwingen. Frag mich aber nicht, wie ich das machen möchte oder machen werde, denn ich weiß es selbst noch gar nicht. Ich versuche jetzt stark zu supporten, also mit Trav, und die Mädels dürfen mich hier mit diesen Gletscherangriffen attackieren. Ich glaube, das wäre so die Taktik, um mich hier irgendwie voranzukommen. Aber ob das der richtige Weg ist, werden wir dann am Ende sehen. So, also. Gletscherangriff. Also nicht Gletscherangriff, sondern Quaderwurf, oder wie das heißt. Ich zögere noch manchmal ein bisschen. Beim Support. Okay, jetzt kommt irgendein komischer Angriff. Den kenne ich noch von letzter Folge, mehr oder weniger. Und der ist nicht so... Ah, der ist schon wild, das wollte ich sagen. Okay, Support für meine Frauen. Ja, danke schön, Fred. Ja, du weißt, wie ich das meine. Haha. Manchmal ist es schon übel, was die drauf hat. Okay, Gletscherangriff oder Quaderwurf. Sehr gut. Okay, und jetzt Support. Ich spiele gerade mit dem Gedanken, Barriere einzusetzen. Gerade für die Mädels. Barriere, wo haben wir das denn? Barriere haben wir nur 3 Stück. Hier, bitteschön. Und gleich noch eine Barriere für die Dame auf der rechten Seite. Und dann sollte eigentlich nur Frav ordentlich was abbekommen. Wenn überhaupt. Dunkle Dinge. Oh, aber das sieht trotzdem viel ab. Ich nehme das zurück. Jetzt muss ich mal gucken bei Xayah MP. Sie hat 17 und gleich kommt ein Quaderwurf, wie viel MP das jetzt abzieht. Ja, der Laserstrahl ist jetzt nicht so stark. Vor allem gegen Lilly durch Barriere und ihre hohe Verteidigung ist es Pustekuchen. Okay, 4 zieht es ab. Na, das sieht gut aus. Kann ich hier zu meinen Yifeng greifen? Okay, macht ruhig weiter. Kümmert euch nicht um mich und eure Verteidigung. Dafür bin ich heute zuständig, ja? Was? Das sind so Angriffe, da denke ich mir auch, nee, das ist unfair. Sowas ist unfair. Das geht mir dann doch schon zu weit. Komm, ich muss noch zur Heilung kommen, bevor die angreift. Oh, feier, das sind immer so ganz kritische Passagen im Spiel. Wie viel hält die eigentlich aus? Wie viele Quaderwürfe hatte ich schon? Okay, hier, Mädels. Zum Glück kann Fred heilen, ey. Ich wäre sonst aufgeschmissen. MP-Sauger, du gehst mir langsam auf den Geist. Oh nein, ich kann euch nicht mehr unterstützen. Doch nicht so schnell. So, jetzt kommt schnell, schnell. Tech, 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 Tech. Quaderwurf. Oh nein. Ja, überlebt. Trav, du musst dich beeilen. Du musst Xayah supporten. Ja, wird gemacht. Am besten nur sie. Moment. Nicht so schnell. Ich bin nicht so schnell bei der...
beim Aufsuchen der Angriffe und Support-Dinger. Wo ist jetzt Heilen? Heilen ist immer oben, mein Gott. Wo ist Heilen? Verdammt, da ist Heilen. So, Tech, Lilly muss noch laden. Okay, Mädels, Quaderwurf, was denkt ihr? Ja, ich denke schon. Los, Lilly, gib mir Eis. Komm schnell. Ja, danke. Und ciao. Hey, komm, ey. Ich weiß, der Kampf ist wahrscheinlich ein bisschen einseitig für euch, aber für mich die einzige Chance, um gerade ein bisschen Gas zu geben. So, wir sind jetzt voll. Frapp ist noch nicht ganz voll. Quaderwurf ist leer. Müssen wir auffüllen. Und danach kommt ein Quaderwurf. Und wie viel zieht das jetzt ab? Der Quatsch. Ja, Lilly kriegt da ordentlich Schaden. Okay, los, Mädels. Xalia muss wieder aufgefüllt werden. Immer dieses Hin und Her. Ja, ja, besiegt, geil, geil. Also mit der richtigen Taktik funktioniert's. Wie könnt ihr Ratten es wagen, mich herauszufordern? Oh, allmächtiger Lavas. Verleihe mir Kraft. Was kommt da jetzt? Eine Hydropumpe ins Wasser? Endlich erwacht Lavas. Verglichen mit ihm seid ihr nur Bazillen. Aber ich werde die Unsterblichkeit erlangen. Löst sich das jetzt auf, oder was? Was soll denn das jetzt? Oh Gott, Lavas. Lavas erwacht. Lavas geht in die Angriffsstellung. Und dann noch so zwei tanzende Banausen. Und ich kann hier rumlaufen. Ja, dann heile ich uns erstmal, oder? Ja, kämpfen wir jetzt echt gegen Lavas? Wenn ja, dann hätte ich das nicht gedacht. Weil ich dachte, um ehrlich zu sein, dass es noch so einen Abschnitt gibt, wo ich nicht zwingend in den Kampf geschickt werde. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich dachte, dass ich noch vor dem großen Kampf, falls es jetzt der große Kampf ist, heilen kann. Und sonst was tun kann. Lavas. Quaderwurf. Hauen wir gleich mal so einen Quaderwurf rein. Okay, los geht's. Hirtnat. Warum ist die Musik jetzt so traurig? Teile links verschaffen Erholung. So, wir kämpfen für Tex. Er ändert seine Angriffskraft. Oh, das war ein nerviges Ding. Das weiß ich noch. Wir können irgendwie nach jedem Kampf raus, aber nicht richtig raus. Na, ja, da kämpfen wir mal gegen diesen Igel. Okay. Hey.
Also stark ist er gerade nicht. Da steckt irgendwas dahinter. Amplifeuer. Ich frage mich nur, was dahinter steckt. Da muss ich ja nicht mal meine MP verbrauchen. Zusammenbruch. Ich glaube, es hängt auch von der Stärke des Gegners ab. Heckran hieß der, glaube ich. Jetzt habe ich den Namen. Damals, also vor ein paar Folgen habe ich den Namen noch gesucht. Da dachte ich, da heißt Toaster. Ne, der hieß auch Toaster, aber der blaue heißt Heckran. Lavos. Oh, der hatte... Moment. Da fällt mir ein, Heckran hatte eine Magieschwäche. Ich glaube, da müssen wir jetzt auf Magie zurückgreifen. Das wird ihn eher schocken. Okay. Ja, so muss es aussehen. Lausiger Gegenangriff. Wasser? Eis. So. Okay, Wassermarsch! Ist auch ein komischer Kampf gegen Lavos, ich weiß nicht. Bin gerade so ein bisschen verwirrt. Ist das wirklich der Endkampf? Und wo ist die Königin, die Tussi? Die alte. Die alte Schabrack da. Hey, lass Xal in Ruhe! Das geht schon, das war kein starker Angriff. Ich weiß nicht. Ist es wirklich der Lavos, den wir bekämpfen sollen, um die Geschichte zu beeinflussen? Ist Lavos wirklich das Monster, das alles so sehr zerstört hat? Denn wirklich stark ist es nicht. Lavos wird zum Todeskämpfer oder sowas. Warum ist da voll so ein Vieh? Egal. Das Vieh soll uns nicht stören. MP-Sauger. Ah ja, das wäre der MP-Sauger. Der wow, aber MP kann er ordentlich saugen, du. Mein lieber Kalaschnikow. Was ist das eigentlich für ein Vieh? Soll man es kaputt machen oder nicht? Steht so blöd davor. Und sieht auch noch hässlich aus. Hey! Okay, also wirklich stark ist es wirklich nicht. Hä, ich check das nicht. Oh, war das stark? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Und was hat denn der für eine Schwäche? War das nicht Magie? Ja, werden wir ja gleich sehen. Nee, nicht unbedingt. Ey, was passiert hier? Also wahrscheinlich seid ihr auch verwirrt in der ganzen Folge jetzt, außer ihr kennt das Spiel. Aber ich bin jetzt verwirrt. Und ich finde den Kopf, den wir da gerade attackieren, sieht aus wie so diese drei Arschbacken, die aneinander geklebt sind, oder? Ich weiß nicht, total eklig. Kennt ihr diese Schokorosinen? Die gibt es in so lila Packungen. Das sind so Rosinen umhüllt von Schokolade. So sieht es aus. Weil die sind auch nicht gleich aus, die sind auch immer so ein bisschen krüppelig. Ja, bis wieder alle Gegner durchgegangen sind. Und sag nicht, wir kämpfen am Ende nochmal gegen die Königin, weil es auch mal eine Gegnerin war. Weil dann haben wir keine Chance. Wenn das wirklich in Verbindung mit Lava steht. Ja, okay, der hatte eine Magieschwäche, wie man gerade sehen kann. Da sollten wir ein bisschen anders attackieren. Hey, da ist ein Kopf verloren. Wasser. Okay, Wasser ist auch nicht unbedingt stark. Ja, die kann ich attackieren. Machen wir mal Schlagblase. Was hat denn der für ein Dings gehabt? Für eine Schwäche. Ich bin ein bisschen überfragt. Weil ich ehrlich gesagt nicht mehr weiß. Schau mal, ich habe hier Doppelkraft.
Machen wir mal Gletscher. Kann ich den Kopf von Larvas in die Hand nehmen und werfen? Mal gucken. Nee, schade. So stark ist Xalia dann doch nicht. Ich weiß nicht, sau komisch. Bin total skeptisch. Ich weiß ja nicht. Soll ich normal angreifen? Soll ich irgendwie speziell angreifen? Und wenn ja, wie? Vielleicht mal Eis ausprobieren? Wie habe ich den damals bekämpft? Dadurch, dass er so eine hohe Verteidigung hatte. Weiß ich gar nicht mehr. Hat er irgendwas Spezielles gemacht? Quackendruck. Machen wir mal Quackendruck, Spaß haben. Auch wenn es so sau viel MP kostet. Quack, quack, quack. Auch nur 17. Aber dann hat er doch hoffentlich dementsprechend auch nicht so viel Leben, oder? Kampfkatze! Na, Kampfkatze ist ein bisschen ordentlicher. Aber warum ist die Musik so traurig? Das ist nicht der Endkampf. Irgendwas ist da faul. Ich will jetzt die Phase noch beenden und dann bin ich mal gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht und aussehen wird. Ich habe so das Gefühl, wenn sein Auge geöffnet ist, ziehen wir viel mehr ab. Aber nur Larvas ist auf dem Feld, habe ich auch gerade gecheckt. Alles andere existiert hier nicht. Also es gibt keine anderen Gegner, die man attackieren könnte. Oder war es nicht so, dass der nur eine Gewitterschwäche hat? Aber ich habe ja Tex nicht mehr im Team, der ist ja tot. Ich bin mal gespannt, ob der noch kommt oder ob das optional ist, ob man den jetzt holen kann oder nicht. Wenn das jetzt wirklich der Endkampf ist, dann beende ich das Spiel, falls es wirklich der Endkampf ist, wie gesagt, beende ich das ganze Spiel ohne Text. Wäre aber auch interessant irgendwo. Vielleicht gibt es kein Let's Play, in dem man den Hauptcharakter nicht geholt hat. Sorry Leute, dass ich gerade echt nur so drauf Hau-Attacken verwende, aber irgendwie weiß ich gerade nicht, wie ich den anders besiegen soll. Ich glaube, mir fehlt echt so ein Gewitterangriff. Quaderwurf mal spaßhalber probieren, ist dann ein mächtiger Angriff. Zieht der mal wenigstens knappe 200 ab, mindestens, würde mich freuen. Na, leider nicht. Ich meine, wie lange soll sich das noch ziehen? Oder? Wenn wir hier solche Schokobons zerstören wollen. Schokobons sind kleine Nonnen, mit einem hab sie niemand. Ey, ich kann euch das jetzt nicht zumuten. Ich meine, ihr seht ja hier gerade nichts. Kann ich den mit der Zunge zu mir holen? Nee, kann ich nicht. Schade. Stell dir mal vor, mit der Zunge könnte ich Larvas komplett zu mir ziehen. Nur mit der Zunge. Ich bin echt überfragt, Leute. Echt. Ich kann mir jetzt gerade gar nicht ausmalen, was denn jetzt hier Sache ist. Weil Wasser bringt nichts, Eis bringt nichts, alles andere kann ich gerade nicht austauschen. Oh, schaut mal, es kommt. Ich wusste gar nicht, dass man das mit Y wechseln kann. Nach all den Folgen habe ich sowas mal herausgefunden. Aber eigentlich kann es oben bleiben. Dann sehe ich wenigstens meine Leute. Wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach einen Cut. Ich mache den Kampf einfach mal weiter offscreen bis zur nächsten Phase. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen, haut rein und bis dahin. Das Lavuschale, innen immer noch stark. Das ist nur die Rüstung. Mich dünkt, der innere Teil muss zerstört werden.